Lockern Sie Ihre E-Mails auf mit animierten Grafiken in Outlook. Animierte GIF-Dateien in Outlook anzeigen. In unserem Outlook befinden sich ein paar GIF-Dateien in unseren Nachrichten. Die animierte Bewegungsabläufe werden jedoch von Outlook nicht angezeigt. Wie können wir dieses Problem beheben? Während der Weiterentwicklung von Outlook hat sich der Umgang des Programms mit GIF-Dateien etwas verändert. Deswegen werden wir Ihnen hier eine Übersicht zu den GIF-Dateien und den Umgang mit ihnen vermitteln. Wir werden grob beschreiben, wann die Animationen einer GIF-Datei abgespielt wird und wann nicht. Office 365 bzw. Microsoft 365. Ab der Version 19.01 wird das Abspielen und Einfügen von animierten GIFs in Nachrichten vollständig unterstützt. Standardmäßig ist diese Funktion aktiviert, aber Sie können sie deaktivieren. Gehen Sie dazu in das folgende Menü. Hier nun die Menüschritte, wie Sie das in Ihrem Office 365 bzw. Outlook 365 einstellen können. Gehen Sie hier auf Erweitert, suchen Sie hier nach Sonstiges und prüfen Sie, ob das Häkchen angesetzt ist bei Animationen, beim Erweitern von Unterhaltung und Gruppen. Und bestätigen Sie das Ganze mit OK. Wenn die Option aktiviert ist, wird die GIF-Animation nicht auf unbestimmte Zeit wiederholt, sondern es gibt nur 3 Wiederholungen. Nach 3 Animationsschleifen stoppt die Animation und eine Play-Taste erscheint auf dem Bild. Wenn Sie diese Wiedergabetaste drücken, wird die Animation 3-mal wiederholt. Wenn Sie mehrere animierte GIFs in die E-Mail eingefügt haben, auch wenn sie gleich sind, hat jedes animierte GIF seine eigene Play-Taste, um nur dieses animierte Bild zu starten. Die Animation kann jederzeit durch Anklicken des animierten GIFs gestoppt werden. Die Animation wird angehalten und die Schaltfläche Play wird erneut angezeigt. Wenn Sie auf die Schaltfläche Play klicken, wird die Animation fortgesetzt. Sie wird fortgesetzt, wo Sie angehalten haben, und durchläuft dann 3 volle Animationszyklen. Wenn die Option deaktiviert ist, wird der erste Frame der GIF-Datei angezeigt. Wenn Sie auf das Bild klicken, wird möglicherweise die Schaltfläche Play angezeigt, aber die Animation wird nicht abgespielt, unabhängig davon, wie oft Sie darauf klicken. Outlook 2007 bis Outlook 2019. Beim Lesen oder Schreiben einer E-Mail gibt es in Outlook leider keine Anwendungen, um eine animierte GIF abzuspielen. Möchten Sie sich die Animation trotzdem ansehen, dann müssen Sie die entsprechende Mail in einem separaten Browserfenster öffnen. Um die Nachricht in einem Browser zu öffnen, machen Sie bitte einen Doppelklick auf die gewünschte Nachricht. Dadurch wird Ihre Mail in einem eigenen Fenster geöffnet. Gehen Sie danach bitte auf Aktionen im Browser anzeigen. Dadurch wird die Mail im Internet Explorer geöffnet. Mit einem Makro, den Link finden Sie in der Videobeschreibung, können Sie den vorherigen Schritt auch umgehen, indem Sie Ihre E-Mail einfach direkt mit Ihrem Lieblingsbrowser öffnen, zum Beispiel in Firefox, Opera oder Chrome. Achtung! Die Animation Ihrer GIF-Datei wird während des Erstellens der Mail womöglich nicht angezeigt. Der Empfänger wird sie aber sehen können. Sein E-Mail-Anbieter muss lediglich GIF-Animationen unterstützen. Für frühere Outlook-Versionen gilt: Animierte GIF-Dateien werden normal abgespielt, wenn Sie diese in einem eigenen Fenster öffnen. Hier ist es egal, ob es sich um eine empfangene oder um eine ausgehende Nachricht handelt. Die Animationen der GIF-Dateien werden regulär angezeigt, wenn Sie Ihre Mail mit Outlook verfassen. Die Animationen können nicht angezeigt werden, wenn Sie Word verwenden, um Ihre Nachrichten zu schreiben. Animierte GIF-Dateien im Anhang.
Wenn Sie eine GIF-Datei im Anhang einer Mail öffnen, ist die Version Ihres Outlook nicht wichtig. Hier kommt es einzig auf das Programm an, mit dem Sie sich den Anhang anzeigen lassen. Outlook hat hierauf keinen Einfluss. Sie können Ihr Windows so einstellen, dass animierte GIF-Dateien generell abgespielt werden. Dazu wählen Sie einfach ein Programm, wie zum Beispiel den Internet Explorer, aus und legen Sie dieses als Standardprogramm fest. Speichern einer eingefügten GIF-Datei. Beim Rechtsklicken auf eine eingefügte GIF-Datei gibt es lediglich die Möglichkeit, diese im BMP-Format zu speichern. Manchmal ist es auch ganz unmöglich, eine animierte GIF-Datei auf die Festplatte zu speichern. Wenn Sie die eingefügte Animation als BMP-Datei speichern, geht die gesamte Animation verloren. Das BMP-Format unterstützt nämlich leider keine animierten Bilderabläufe. Sie können die eingefügte GIF-Datei aber auch so auf Ihre Festplatte kopieren, ohne dass die Animation verloren geht. Nutzen Sie dazu bitte das Makro aus der Videobeschreibung. Verwenden Sie überhaupt Animationen in Ihren Nachrichten? Manchmal kann das ja auch sehr nervig sein. Schreiben Sie uns doch einfach mal einen Kommentar dazu. Und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren würden.